Es betrifft fast alle Baumarten, insbesondere aber auch Buchen und Fichten. Der Gesundheitszustand des baden-württembergischen Waldes hat sich nach vielen Jahren jetzt wieder stark verschlechtert. Rund 42% der Bäume sind geschädigt, ein Plus von 7%. Die Anzahl angegriffener Kronen, ein Hauptindikator, ist stark gestiegen. Besonders die warme und trockene Frühlingswitterung im vergangenen Jahr haben demnach den Forsten stark zugesetzt. Dazu kommt der Umstand, dass sich 2014 insgesamt als das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erweist. Für Forstminister Alexander Bonde und seine Fachexperten steht deshalb nicht erst mit dem heute in Stuttgart vorgelegten Waldzustandsbericht 2014 fest. Hier macht sich jetzt drastisch der Klimawandel bemerkbar. Gerade im Wald spüren wir Veränderungen, die daraus resultieren. Vielfältige Stressfaktoren wirken auf den Wald ein und führen zu einem labilen Gleichgewicht. Auch wenn das glücklicherweise nicht das Absterben großflächiger Waldgebiete bedeutet, merken wir doch, dass der Wald unter diesen Veränderungen leidet. Das Frühjahr zu heiß und zu trocken, die Vegetationsperioden verschoben, der Regen dann zu spät und die Böden erst zu ausgedörrt, später dann zu nass. All das bleibe nicht ohne Folgen, besonders ein Jahr später dann für die Kronen. Es zeige sich, dass Trockenheit im Vorjahr, also ein trockener Sommer, im Folgejahr zu einer überproportionalen Ausbildung von Blütenknospen führt. Als Überlebensreaktion, dass die Population sich durch vermehrte Fruktifikation und Samenbildung dann erhalten kann. Dabei schieben die Bäume auch viele Nährstoffe direkt in die Blüten. Damit werden sie im Stamm schwächer und anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Unter längeren trockenen Phasen leiden heimische Flachwurzler wie Fichten. Ein anhaltender Wandel, der situative Reaktionen erfordere. Wir versuchen, die jeweils geeignetste Baumart auf den dafür notwendigen Standort zu bekommen. Das ist ein Mixtum von Nadelbäumen und von Laubbäumen. Da spielt die Buche und die Eiche bei den Laubbäumen eine wichtige Rolle. Da spielt bei den Nadelbäumen insbesondere die Tanne eine gute Rolle. Dafür, dass diese Waldumbaustrategie gelinge, dafür brauche es aber ein Szenario, das sich in der kalkulierten Klimaerwärmung von rund 2 Grad mehr bewege. Ein Tatbestand, der klare Schlussfolgerungen nahelege. Es braucht massive Anstrengungen im Klima- und Umweltschutz. Insofern können wir hier als Land nur einen kleinen Beitrag leisten, wie wir es ja über das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept des Umwelt- und Energieministeriums tun. Es macht aber auch deutlich, dass es hier massive internationale und nationale Anstrengungen braucht. Sollte sich die Erwärmung des heimischen Klimas, so die Experten, hingegen deutlich über das prognostizierte Maß von plus 2 Grad hinaus verstärken, so müsse man sich perspektivisch auch mit der Ansiedlung heimatfremder Bäume befassen.